Vergrößern, Verkleinern. Eintracht Frankfurt gewann den DFB-Pokal nach einem Finalsieg über den FC Bayern. Urheberrecht Getty Images. Nach den Pokalendspielen in den Landesverbänden steht fast das komplette Teilnehmerfeld des DFB-Pokals 2018-19 fest. Sport 1 hat alle Informationen zur Auslosung. Am Freitag, 8. Juni, werden im Anschluss an die Übertragung des WM-Tests der deutschen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien in der ARD die Begegnungen der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal gezogen. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Präsident Reinhard Grindel, als Losfee fungiert Schauspielerin Paulina Rojinski. Die Spiele der ersten Hauptrunde finden zwischen dem 17. und 20. August statt, 64 Teams sind dabei, die 36 Mannschaften aus der 1. und 2. Bundesliga mussten sich um die Pokalteilnahme keine Sorgen machen, da jeder automatisch für die erste Hauptrunde qualifiziert ist. Das gleiche gilt auch für die ersten vier Mannschaften der 3. Liga. Landespokalsieger im DFB-Pokal. Für die Teams in den unteren Ligen dagegen waren die Finalspiele in den 21 Landespokalen die große Chance, sich für die große Bühne des DFB-Pokals zu qualifizieren. Unter anderem nehmen dadurch auch 4/5 sowie 2/6-Ligisten teil. twitter.com/fußball_de/status/9986197778653140. Die Auslosung können Sie am Freitag, den 8. Juni 2018 ab 22.15 Uhr in der ARD live im Free TV verfolgen. Sport 1 wird dazu wie gewohnt einen Live-Ticker anbieten. Teilnehmer der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal: Bundesliga, Bayern München, Schalke 04, TiS Hoffenheim, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC, Werder Bremen, FC Augsburg, Hannover 96, Mainz 05, SC Freiburg, VfL Wolfsburg, Hamburger SV 1. FC Köln 2, Bundesliga. Fortuna Düsseldorf 1. FC Nürnberg, Holstein Kiel, Arminia Bielefeld, Jan Regensburg, VfL Bochum, MSV Duisburg, Union Berlin, FC Ingolstadt, Darmstadt 98, SV Sandhausen, FC St. Pauli 1. FC Heidenheim, Dynamo Dresdens, PVGG, Greuther Fürth, Erzgebirge Aue, Eintracht Braunschweig 1. FC Kaiserslautern 3, Liga 1. FC Magdeburg, SC Paderborn, Karlsruhe, SCSV Wien, Wiesbaden, Hansa Rostock, Sieger Landespokal Mecklenburg-Vorpommern, Carl Zeiss Jena, Sieger Landespokal Thüringen, Regionalliga. TSV 1860 München, qualifiziert Meister in der Regionalliga. Bayern SSV Jeddelow 2, qualifiziert als Finalist im Landespokal. Niedersachsen SV Drochtersen Assel, qualifiziert als Finalist im Landespokal. Niedersachsen 1. FC Schweinfurt, Sieger Landespokal. Bayern, Weiche Flensburg, Sieger Landespokal. Schleswig-Holstein, Chemie Leipzig, Sieger Landespokal. Sachsen, Wormatia Worms, Sieger Landespokal. Südwest-TUS Erntebrück, qualifiziert als Finalist im Landespokal. Westfalen, BFC Dynamo, Sieger Landespokal. Berlin Energie Cottbus, Sieger Landespokal. Brandenburg, TSV Steinbach, Sieger Landespokal. Hessen, Rot-Weiß Oberhausen, Sieger Landespokal. Niederrhein, SV Elversberg, Sieger Landespokal. Saarland, SSV Ulm, Sieger Landespokal. Württemberg, Viktoria Köln, Sieger Landespokal. Mittelrhein, SV Rödinghausen, Regionalliga West 5. Liga 1, CFR Pforzheim, qualifiziert als Finalist im Landespokal. Badern 1. FC Lok Stendal, qualifiziert als Finalist im Landespokal. Sachsen-Anhalt, TUS Dassendorf, Sieger Landespokal. Hamburg, Rot-Weiß Koblenz, Sieger Landespokal. Rheinland, 6.
Liga, SV Links, Sieger Landespokal Südbaden, BSC Hastedt, Sieger Landespokal Bremen.